Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Mario Galaxy. Und wir starten wieder voll durch und begeben uns wieder zum Höhlenverlies. Schaurig. So, Spitz. Achso, Spaziergang am Himmel. Okay. Ja, ein Spaziergang am Himmel. Buchstäblich, fast. Buchstäblich. Eine eigentlich ziemlich interessante Mission, die sehr, ja, seltsam für manche sein könnte. Ja. Und wir sehen schon, wir haben wieder so einen Maulwurfsoldaten. Und die Toads haben daraufhin... Warte mal, habe ich da nicht was gesehen? Die Kamera nur auf dieses komische Ding fokussiert ist. Okay, reden wir erstmal mit dem Toads. Die haben sich ja schon verbarrikadiert. Dieser Pumpenmaulwurfsoldat stört unsere Erkundung. Was für eine Erkundung? Mach den Urlaub! Die Kanone wurde besetzt! So, und dann weiß ich, dass hier hinten noch ein Tod war. Und der pennt einfach mal weiter. Fleisch, Murmel, Murmel. Oh Mann. Nein. So. Nein. So, geht doch. Meine Güte, war es denn so schwer? So, man kann natürlich auch hier Kokosnüsse auf das Ding hochschießen. Wenn man mal treffen würde. Ja, au, hey. So, Sternteile. Sternteile können wir nochmal gebrauchen. So, du bist jetzt so dran, mein Freund. Dein Gesicht habe ich mir... Oh, Baum. Dein Gesicht habe ich mir gemerkt. Ha. So, noch ein Treffer und er ist besiegt. Boah, der Krebs stört total. Und down! Yeah. Aber das war noch nicht das Ende vom Lied. Nein, 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 es geht noch weiter. Noch, ganz weit weiter. Na, so, erstmal müssen wir wieder in die Kanone rein. Und, wieder das altbewährte tun. Nämlich den Stern hier abgreifen. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass sich wieder was am Hintergrund geändert hat. In der ersten Mission war es so ein Abendrot gewesen, also eine Dämmerung. Und jetzt war es helllichter Tag. Und ja. Dann kann man sehen, die Zeit vergeht ja auch mal. Juhu. So, jetzt sollten die alle besiegt haben, oder? Nein? Doch. Ja, gut. So, Sternteile schön einsammeln. Na, und Level up. Natürlich kein Level up, aber ein Leben ab. Na gut. Und wieder einmal. Nach unten rennen und diese ganze Krüger anzünden. Oh, warum auch immer man das machen muss. Verstehst nicht und nicht in die Kanone rein, das wäre sehr schlecht. Ja, es ist zwar hier schon alles offen, aber da ist ja noch ein dritter Krug, den wir anzünden müssen. Ja. So, und da haben wir denn schon eine Feuerblume. Und es geht auf zum nächsten Akt. Ja. So, jetzt müssen wir nämlich hier wieder unsere Kunst anwenden, Wasser in Eis zu verwandeln. Und hier hochjumpen. Yeah. Na gut, das ist alles kein Problem. Wir hatten schon schwieriger. Und du bleibst mir ja aus dem Weg. So, geht doch. Da hinten dreht sich ein Würfel. Ist mir auch noch nie aufgefallen, dass ich da... Der Würfel dreht, aber okay, meine Güte. Wir haben es ja dicke mit dem Verstand. So, erstmal hier hoch. Gucken, was in der Kiste ist. Sternteile kann man immer gebrauchen. Münzen, nein, braucht kein Schwein. So. Oh, nicht runterfallen. Und Kamek, du störst gerade. Und? Okay, was auch immer das hinfall. Egal, es interessiert mich nicht. Nimm mich mit, nimm mich mit. Juhu, ich werde mitgenommen. Wichtig. So. Das kann man hier überspringen, ganz locker. Die Passage ja auch. Immer gut. Du gehst mir aus dem Weg. So, ja, hier wird es ein bisschen spannend. Wow. Okay, das war perfektes Timing und ein bisschen habe ich mich erschrocken, aber nur ein bisschen. Ach ja. Der Planet voller Schiebschiebs, die haben viel zu wenig Wasser. Kein Wunder, dass die Amok laufen und haben sie niemanden zum Töten, bis auf Mario. Aber Mario wird gleich weg sein. Ha! Und das Ding ist wieder aktiv. Autsch.
einfach da vorstellen und warten. Genau. So, und wir fliegen. So, und jetzt kommt das Unlogischste. Wir müssen die Tennisbälle mit einer Stampfattacke in die Mitte schießen und dadurch wird die Melone viel größer. Und ja. Logik und so. Mal, kommt ihr Tennisbälle mal her? Autsch. Münze, wir haben, geht doch. So. Jetzt sind nur noch eins. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft. So. Und, ja, so kommt natürlich ein Stern raus. Ist doch wohl logisch. Okay, jetzt sind nichts wie Sternruhen und weg hier. Und dazu gab es noch eine Münze, das ist schön. Oh ja, oh ja, oh ja. Somit wäre der erste Stern schon mal geschafft. Und alles ist in Ordnung. Jo. Spezial, Mann, ich will mal Spezialgang sagen, aber es heißt ja Spaziergang. Warum will ich Spezialgang sagen? Egal, ich weiß nicht, ist mir auch Schnubbe. So, jetzt will ich den nächsten Stern machen, den dritten, ja, genau. Den dritten finde ich kacke. Ja, warum, das werdet ihr bald sehen. So, Shachi und der unterirdische See. Ja, wer ist Shachi, fragt ihr euch. Shachi? Das ist unser Freund Orca-Wal, Hai. Was auch immer du bist. Auf jeden Fall bist du Hai. zwei verschiedene Zweideutigkeit. Ja. Ja. Egal. So, und hier herrscht wieder Frieden. Alles ist schön und wir holen uns ein Leben. Weil wir es können. Oder auch nicht. Okay, leck mich. Ja, yeah, die machen hier Lagerfeuer und Bratenfleisch. Was auch sonst. Ich meine, was soll man sonst bei einer Akupunktur machen? Der Meeresganove ist wieder aufgetaucht. Ich als Kapitän werde ihm ordentlich den Arsch blasen. Der Meeresganove? Murmel. Ah ja. Yeah. Warum? Der Ganove ist im unterirdischen See aufgetaucht. Der Ganove im unterirdischen See. Was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein großes Bett. Fehlt dir nicht jemand? Existiert dir nicht mal ein gelber Tod? Okay, ich bin verwundert. Und verwirrt. Ah, hallo. Hab den Braten gebrochen. Ja. Ich habe Angst vor dem Ganoven. Was macht ihr hier überhaupt? Mit Sternen. Oder auch nicht, ist mir egal. Ich will dich haben. Warum auch immer, ich weiß es nicht. So, diesmal müssen wir nicht erstmal hier die ganze Zeit alles freischalten und da hochlaufen und dann wieder runter und wieder hoch und wieder runter. Nimm diesen Meeresganoven den Wind aus den Segeln. Okay. Den Spruch kannte ich auch noch nicht. So, jetzt heißt es erstmal Abgang, wenn du mal nach unten tauchen willst. Ja, ja, das ist gut. Und vielleicht sollten wir erstmal Luft tanken, denn da unten gibt es kaum Luft. Was nicht so prickelnd ist. Autsch. So, wo ist der Ganove? Da ist der Ganove. Hallo, wie geht es denn so? Du schon wieder? Wenn du diesen See zurückhaben willst, musst du durch die 8 Ringe schwimmen. Oh mein Gott, da kann ich nichts Neues einfallen lassen. Warum? Warum? So, nichts überstürzen. Nicht überstürzen. Einfach ganz ruhig hier. Wollt mich verarschen, oder? Ich bin doch da durchgeschwommen. Oder was ist hier los? So, geht doch. Meine Güte, jetzt kann ich hier nicht mal die Kamera drehen. Was ist das denn? Egal, Panzer. Nein, Ring verschwinde nicht. Ah, geht doch. Nee, 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 nee. Ich will hier hoch. Boah, ich sehe durch den Sprudel nichts. Okay, doch mal da hoch. Wie gesagt, ich hasse diesen Stern einfach nur zu sehr. Ah. Ich will keinen Speedring. So.
Jetzt du. So, noch ein bisschen Energie tanken hier. Nein. Kommst du her? So. Nein, 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 nein. Oh, was ist das denn? Wie gesagt, der Stern ist der dümmste, den ich kenne in diesem Part. In diesem Spiel. Und ja, natürlich sterbe ich dadurch sofort. Keine Ahnung, warum auch immer. Jetzt muss ich hier oben starten. Das ist doch so Katz. Ja, ihr merkt schon, meine Laune ist ganz weit oben. Das ist aber auch, weil die Steuerung das Schlimmste ist. Im Wasser ging es noch nie. Ah, nee. So, jetzt mache ich das ja, aber ich mach das. Ich weiß, dass ich es kann. Ich habe Stolz im Bart. Ich weiß, dass ich es schaffen kann. Mein Bart lässt mich nie im Stich. Ja. So, hier hin. Okay, das war schon mal geil. So. Nein, kein Speedring. Damit habe ich nur keine Kontrolle. So. So. Also auf jeden Fall merkt ihr, es läuft schon viel besser. So, ich schwimme mal hier außen rum. Denn ich habe... Ah, okay, geschafft. Oh Mann, holy shitty. Und wie total cool. Und wie sieht es so aus, als wären da oben die Sterne, dabei ist es nur das Wasser. Mit den einzelnen Partikeln. Das finde ich eigentlich ziemlich nice gemacht. Okay, wir haben es geschafft. Glücklicherweise. Oh Mann. Okay, ich würde sagen, wir hängen noch was hinten dran, will ich einfach mal sagen. Ich mach das jetzt einfach. 90 Sterne, meine lieben Freunde. Wenn das mal nichts ist, noch 30 und wir sind durch. Na gut, 31. Naja. Und wir haben einen Kometen, na das trifft sich doch von der Zeit her. Super, so. Ja. Wovon ich euch erzählt habe, der Zauberer als Komet, wunderbar. Risikokomet, besiege den Zauberer. Das zweite Mal, nee, halt, insgesamt das dritte Mal, kann sein, ich weiß nicht, ich sag einfach mal das dritte Mal. Das Schöne ist ja, wir müssen nicht den ganzen Weg erstmal dahin laufen, sondern können hier gleich starten, das ist immer wieder super. Ja, so hat man, wenn man stirbt, keine Probleme. So, Zauberer, mein Freund, was willst du hier? Oh mein Gott, ihr kommt von dem Mond. Oder sie, meine Güte, ist ja eine sie. Denke ich mal. Jedenfalls verrät es der Lippenstift. Und alles andere an ihm. Ihr, was auch immer du bist. Ich weiß es nicht. Das Schlimme ist ja, ein Treffer und wir sind down. Deshalb schön aufpassen. So, der erste Treffer von hier, genau. Haust ab. Mein Freund. Will ich hier nie wieder sehen. Aufgesammelt. Haha. Ich bin einfach... Autsch. Ich bin einfach so gut. So. Ein zweiter Treffer. Das wäre schon mal die Hälfte. So, jetzt kommt aber erstmal der schwierige Teil. Wenn ich keinen Bock habe. Will nicht. Kann es nicht überspringen. Du kriegst mir einfach den Stern. So, aber somit haben wir es beide gut. Ja. Ein. Du bleibst mir vom Leib. So. Okay. Nein. Boah, warum denn zweimal hintereinander? Das ist ja makaber. Okay, aufgesammelt. So, mein Freund. Und ich treffe natürlich nicht. Oh mein Gott. So, jetzt holt er. Nee. Ich dachte, er holt jetzt seine Leute wieder. Oder ihre Leute. Mann, ich weiß es doch nicht. Ich verwirrt, dass sie ihn Zauberer, sie Zauberer nennen. Da heißt es doch denn Hexe, oder wie?
Nein. Ha. Okay. So, und du bist down. Na gut, noch ein Treffer. Dann ist es vorbei, endgültig. Ich hoffe jedenfalls, dass es dann vorbei ist. Ich dann hier auf dem Weg dorthin sterbe. Den Weg zum Ziel. Darauf habe ich keine Lust. Ah, grüner Panzer. So, behalte dein Samtes. Schaufel dir dein eigenes Grab. Muhaha. So. Und das war's. Ging ja besser als ich dachte. So, dann kann ich hier hübsch den Part beenden. Hab nix zu bemängeln. Alles war wunderbar. Ja. So, mal schauen, wie denn der Stand der Dinge so ist. 91 Sterne, na wunderbar. Okay. Gut, ich habe gedacht, ich hätte mehr bekommen. Okay, na dann, bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao.